Meine Damen und Herren, willkommen in der Stadt, die sich auch nennt das Tor zur Nordeifel. Die Stadt Düren. Eine Stadt mit ca. 91.000 Einwohnern, westlich von Köln, östlich von Aachen, Nordeifel. Checken wir sie ab. So, hier ein Brunnen. Ja, und hier ist eine Fußgängerzone und Düren hat eine, naja, sagen wir, eine dramatische Historie hinter sich, weil Düren ist leider auch bekannt als die Stadt, die am stärksten zerbombt war im Zweiten Weltkrieg. Laut der Quelle Welt war Düren am stärksten zerbombt mit einer Prozentzahl, die fast nicht glaubwürdig ist. Man kann es sich kaum vorstellen. Es ist tragisch, es ist traurig, es sind 99% zerbombt. So steht es bei Welt. Und 99% zerbombt bedeutet auch, dass hier wahrscheinlich nicht viel alte Substanz vorhanden ist in dieser Altstadt. Und leider sehe ich das auch so. Es ist nicht schlecht. Hier gibt es viele Möglichkeiten zum Shoppen. Die Straße ist schön. Wir haben hier schöne Bäume. Und schöne Menschen. Aber so richtig dieser Altstadt-Vibe, wie ich ihn in Trier oder in Bremen hatte, den habe ich nicht. Wobei man natürlich bedenken muss, auch Städte wie Paderborn oder Köln sind auch stark zerbombt, aber die besitzen trotzdem immer noch alte Substanz. Wahrscheinlich auch neu aufgebaut. Hier auf dem anderen Teil der Straße geht es weiter durch diese Stadt, das Tor von Nordeifel. Naja, Düren ist bei 91.000 Einwohnern, das heißt, vielleicht kommen sie noch an die 100.000 in naher Zukunft. Ich weiß nicht, wie die Bevölkerungsentwicklung zurzeit aussieht, aber man könnte es ihnen gönnen. Das sicherlich. Und hier seht ihr, es gibt auf jeden Fall alles zum Einkaufen in dieser Stadt. So, hier habe ich das erste, ja, den ersten Blickfang in dieser City, nämlich dieses Gebäude da. Es sieht aus wie das Rathaus, aber das Rathaus seht ihr da rechts schon. Deswegen, ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber dafür sind ja die Kommentare immer offen. Aber der Platz ist sehr groß, ja, mächtig schon fast. Er ist mächtig und hier kann man auf jeden Fall was machen. So, das hier ist das Rathaus, da seht ihr das Wappen. Düren ist nicht nur eine fast Großstadt, also eine der größten Mittelstädte in NRW. Es ist auch, naja, was ist denn das noch? Es ist auch noch die Stadt vom Kreis Düren. Und hier ein, das ist etwas, was ich älter verorten würde, ein neobarocker Bau. Das ist das sogenannte Leopold Hirsch Museum. Ein Museum benannt nach diesem großen industriellen Leopold Hirsch. Und das ist ein Kunstmuseum. Expressionistische Kunst zum Beispiel. Toller Bau. Wieder auf einem großen Platz. Also Düren hat auf jeden Fall schon mal große Plätze. Und da die Marienkirche. Ein moderner Bau, wie ihr sehen könnt. Gefällt mir. Das hier ist das erste alte, was ich sehe. Wobei, so alt ist es auch nicht. Wir reden hier vom 19. Jahrhundert oder Anfang 20. So, hier haben wir die Marienkirche, nicht die Marienkirche, die Anna-Kirche haben wir hier, weil was auch besonders ist in Düren, hier sind die Reliquien der heiligen Anna, zumindest die Kopfreliquien in dieser Kirche. Ja gut, die heilige Anna, hat sie denn noch eine Verbindung zu Düren, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, warum sind die hier? Naja, in Düren wird immer am heiligen Anna-Tag eine der bedeutendsten Volksfeste, naja, schon fast aus Deutschland gefeiert, die Anna-Kirmes, auf dem Anna-Kirmes-Platz. Es sind schon einige bedeutende Persönlichkeiten dort, zumindest eine Masse an Persönlichkeiten. Und es ist ein großes Volksfest, überregional bekannt, die Anna-Kirmes. Wahrscheinlich sagt sie dem einen oder anderen was. Und hier gehe ich nochmal durch die Innenstadt und versuche langsam ein Resümee zu fassen zu dieser City namens Düren, die so stark zerbombt ist und das sieht man auch. No front, auf jeden Fall sind hier viele Häuser relativ neu. Wir reden hier von funktionalistischen Gebäuden häufig. Die ich aber auch schon so aus dem Bochum-Video oder so kenne. Deswegen, no front. Alles cool. Und hier der große Platz. Und dieses Gebäude, wo ich immer noch nicht genau weiß, was es ist. So, ich denke, ich beende jetzt langsam hier das Video. Ich bin hier in der Nähe des Bahnhofs und hier ist sozusagen nochmal so das Haus der Stadt. Wie so ein Theater oder Stadt. Haus, irgend sowas, eine Stadthalle und da so ein Park. Adios! Naja, wie findest du eigentlich Düren? Ist es gut, ist es schlecht? Lass es mich wissen. Ciao.